Moin, grüßt euch. Willkommen zu einer weiteren Challenge und ihr habt es bereits, denke ich mal, im Titel oder auch irgendwie schon am Thumbnail erkennen können. Wir befinden uns mal wieder in einer Challenge, in der es darum geht, dass sich unser Chunk, in dem wir uns befinden, abbauen. Wir hatten es bereits auf jeden Fall, dass der Chunk sich ebenenweise immer wieder abbaut, dass nach und nach von oben eine Ebene abgetragen wird oder dass zum Beispiel random eben weitere mehrere Schichten abgetragen werden. Dieses Mal ist es so, wenn ich einen Block abbaue, verschwindet dieser komplett aus dem Chunk. Also es wird keine Leaves mehr an jeglichen Bäumen, die sich hier im Chunk befinden. Das gleiche gilt auch zum Beispiel, wenn ich diesen Holzblock abbaue. Und immer so weiter. Ist ein relativ großer Vorteil, denn ich muss nicht mehr lästig groß die Blöcke abbauen und kriege schneller zum Beispiel Holz dran. Aber ihr eventuell könnt ihr euch an die ein oder andere Dimension, die es auch noch in diesem Spiel gibt, erinnern. Und in der könnte das vielleicht eine kleine Zwickmühle werden. Das Ganze gibt es auch nochmal in einer abgewandelten Variation. Und zwar, die Blöcke werden auch abgebaut, wenn ich auf denen einen Block platziere. Heißt, ich platziere diesen Holzblock auf Gras. Und es wird kein Gras mehr im kompletten Chunk geben. Sehr, sehr interessant. Und ihr merkt schon, aus Reflex macht man ab und zu ein paar Fehler. Und man muss auf jeden Fall davor aufpassen, dass man eventuell nicht zu weit nach unten kracht. Wir haben generell mit diesem Plugin noch ein paar andere Sachen vor. Auf jeden Fall können wir das Ganze noch weiter steigern, so dass es super, super schwer wird. Und ich bin sehr gespannt, erst einmal, wie wir das Ganze heute hier hinkriegen werden. Da ich jetzt ja erstmal genügend Dirt habe, den ich, by the way, nicht brauche, können wir uns ja erstmal über den Ozean equippen. Oder ist das überhaupt notwendig? Ich meine, das ist ja gefühlt auch schon ein besseres X-Ray. Funktioniert es, sich jetzt Stuff zu machen? Stein abzubauen? Also Stein, würde ich mal sagen, habe ich genug. Ich verstehe so langsam, in was für eine Richtung das Ganze hier gehen kann. Diorite kann aus dem kompletten Chunk weg. Wir haben eine Steinspitzhacke und mit der holen wir uns jetzt erst einmal Eisen. Warte mal. Wie krank ist es denn jetzt eigentlich bezüglich Dias? Ich bin doch instant Full Diamond. Ich kann auch ultra schnell, kann ich mir Full Netherite eigentlich ranholen. Stein kann ja mal ruhig meinetwegen schon weg. Okay, dann. Granit kann auch weg. Scheiße, das ist nice. Okay, wir warten ganz kurz, bis das Ganze durchgesmeltet ist und dann machen wir uns einfach mal einen Wassereimer. Denn ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht den ein oder anderen Water Emoji hitten müssen. Dass wir dafür vorbereitet sind, sollten wir uns mal ganz kurz einfach mal entspannen und einfach mal ein bisschen stehen bleiben und so tun, als wenn einfach alles normal wäre in unserer Minecraft-Welt. Kann ich mich nicht abwechselnd mit zwei Blöcken lang bauen? Oh mein, zu gut für das Spiel. Das ist genial. Real Talk, so fast bridgen. Nee, wir lassen es mal lieber. Müssen wir jetzt nicht direkt ausprobieren, ob es funktioniert. Es kann bestimmt funktionieren, aber ich muss es jetzt nicht rausfinden, sagen wir mal so. Dann ein Schild ist auch nochmal eine Sache, die wichtig sein könnte. Und ansonsten Eisen. Eisen werden wir ganz sicher nicht benutzen müssen. Oh, aber mein Gehirn. Denn wir holen uns ohne Probleme gleich ganz viele Diamanten. So, wir spielen ein bisschen Skywars, Waterfight. Und wir gucken mal, ob wir Diamanten hier irgendwo herfinden. Also das wäre schon echt lächerlich. Oh, keine Dias zu finden, während wir was gefühlt noch Stärkeres als X-Ray haben. Also du musst ein ganz schöner Idiot sein, hier keine Dias zu bekommen. Ich würde erstmal sagen, wir distanzieren uns vielleicht mal ein bisschen vom Ozean, weil dann muss ich mich nicht wundern, dass wir zu viel Wasser hier haben. Aber ihr seht ungefähr, was ich innerhalb von 7,5 Minuten angerichtet habe. Sieht aus wie eine standardmäßige Craft Attack Map. Essen können wir direkt über Blätter bekommen, oder? Warte mal. Wer tötet denn in 2021 noch Tiere? Ist doch viel nicer, einfach Äpfel direkt zu essen. Aber irgendwie kann ich die nicht stacken. Aber ist nicht schlimm. Okay, da jetzt gerade auch die Nacht kommt, sollten wir uns mal darum kümmern, uns einen kleinen Unterschlupf zu holen. Deswegen Eisen, Kohle haben wir auch. Und ich bin ja eigentlich mal auf der Suche nach dem ein oder anderen Dia. Und Gold können wir auch gerne mitnehmen. Ja, 12 Gold gab es im Chunk. Übertreib nicht. Hä, wo sind denn die Dias? Gibt es keine Dias mehr? Oh, Monster... Okay, wir haben ein kleines Problem. Ich lasse mich davon nicht irritieren. Ich bleibe ganz ruhig. Ich bleibe ganz entspannt. Ich bin ein guter Minecraft-Spieler. Gute Minecraft-Spieler sterben nicht. Okay. Ja, ich lebe. Wollen wir uns nicht ganz kurz einfach mal voll regenerieren und einfach mal ganz kurz nachdenken? Junge, mein Gehirn brennt gerade, während ich diese Blöcke platziert habe. Ich habe gerade überlegt, warte mal, wo kann ich jetzt welchen Block dran platzieren und wo geht er dann weg und was kann ich eigentlich machen?
Analyse. Ich habe gleich kein einziges Essen mehr, habe tausende Sachen in meinem Inventar. Um mich herum ist Lava, ganz viel Lava. Ich bin getrappt von Bedrock. Okay. Nachdenken. Ich mache mir erst einmal einen Goldapfel. Weil mit dem Goldapfel kann ich auf jeden Fall länger leben, falls ich vielleicht wirklich gleich mal in Lava kommen sollte. Dann könnten wir uns auch Eisenrüstung machen, um auch vielleicht länger zu überleben, wenn wir gleich mal brennen sollten. Oh mein Gott, stimmt. Bedrock kann aufgrund der Einstellung nicht zerstört werden. Also wenn ich Blöcke auf Bedrock platziere, meine ich, dass der nicht kaputt gehen kann. Okay, warte mal, Leute. Ich überlebe das, oder? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. True that. Okay, schwierige Situation, aber Dias. Ey, die Monster machen mir halt ein paar Probleme. Noch mehr Dias. Okay, Leute, wir holen uns Dias. Alle Dias aus dem Chunk sind 2. Wow, okay. Krass, was diese Challenge mir gegeben hat, ist unglaublich. Gibt es vielleicht einfach mal einen Spot, wo wir ganz entspannt Dias finden können, ohne viel Lava? Okay, Gold. Gold ist schon mal ein Ansatz. Gold ist ja fast wie ein Dia. So, hier sehe ich auch viele Dias. Bitte einmal Dias für mich. Alle Dias aus dem Chunk. Und wir haben schon 11. Wow. Also, man soll dankbar sein, ne? Also, wer den einzelnen Dia nicht ehrt, ist eben Full Netherite nicht wert. Wow. Okay, das ist mir alles ein bisschen sehr chaotisch gerade. Junge, hätte ich mir die Rüstung nicht in der Sekunde angezogen, wäre ich gestorben. Ich wäre... Es ist lächerlich. Das war knapp. Wir haben, by the way, kein Essen. Jedes einzelne Monster, was jetzt hier irgendwie kommen könnte, könnte uns instant töten. Aber ich glaube, easy. Ganz entspannt. Ich muss sagen, die Challenge bringt dir halt natürlich Vorteile, dass du halt wesentlich schneller an Stuff rankommst, aber es ist dadurch auch wesentlich chaotischer, wenn ich mal einfach jetzt mal gucke, in was für Probleme wir reingeraten sind, in die wir normalerweise niemals so reingekommen wären. Warte mal, ich muss mal ganz kurz testen, ob das jetzt halt wirklich so funktioniert. Wenn ich jetzt halt in einem frischen Chunk, in dem ich noch nicht war, einmal Eisen und einmal Gold platziere und die jetzt abbaue, sollte ich das ganze Gold aus dem Chunk... Ist das gut. Das ist so stark. Gold- und Eisenprobleme werden wir halt nie wieder haben. Nie wieder mehr. Okay, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch Essen, weil wir haben aktuell Essensprobleme. Und dann geht es mal darum, dann probieren wir mal wirklich Silk Touch ranzuholen. Und mit Silk Touch machen wir das dann mit demselben Prinzip und versuchen uns einfach mal Tonnen an Diamanten ranzuholen. Und wenn wir richtig gut sind, machen wir genau das gleiche auch mit Netherite. Und dann sind wir hier easy peasy, full Netherite Equipment, ohne große Probleme. Gut, dann machen wir uns mal ein Bötchen. Zack, zack. Und ab geht's. Ich glaube, man könnte das Ganze auf jeden Fall noch wesentlich effizienter ausspielen. Aber ihr müsst auch verstehen, dass ich das erste Mal auch auf diese Art und Weise spiele. Und ich glaube, es könnte sehr lustig sein, wenn man das Ganze nochmal mit anderen Kollegen, wenn ich jetzt hier nochmal so einen Fabo oder einen Danny oder einen Stegi mir in so einer Welt vorstelle und die sehen das zum ersten Mal. Ich glaube, da kann man eine Menge sehr lustigen Stuff noch anstellen. Und wir haben ja auf jeden Fall noch Material, womit wir das Ganze auch weiter steigern können, womit es noch schwieriger wird. Normalerweise wissen wir ja, wie man instant einen Schatz findet, aufgrund meines letzten Videos. Aber, wenn ich mal wirklich keinen Bock hätte, den Schatz so nochmal den Chunk anzeigen lassen, hin und her, dann kann ich es ja auch einfach mal so machen, dass wenn wir uns mal zu schade sind, machen wir es einfach so. So können wir den Schatz nämlich auch ohne Probleme finden. Okay, ein Dorf wäre fantastisch. Ich würde ganz gerne schnell mir nämlich Silk Touch ranholen. Oh, ja, perfekt. Ein Dorf. Kommt wie gerufen. Den können wir mitnehmen. Oh mein Gott, ist das ein Traum. Damit wir keine Essensprobleme mehr haben, holen wir uns mal alle Weizenblöcke, die es einfach mal gibt. Warte mal, wenn ich jetzt richtig das sehe. Oh Leute, wir können das Portal einfach benutzen. Optimal, das Portal. Perfekt. Oh mein, richtig gut. Dann dazu nochmal alle Bücher, die es im Dorf gibt. So, und normalerweise super anstrengend, Holz zu farmen, damit wir genug haben für unsere Sticks. Aber heute läuft das Ganze. Das ist auch mal angenehm, ne? Ins neue Jahr starten mit viel weniger Stress. Guckt euch mal ganz kurz an, wie schnell ich jetzt einfach die Holzblöcke zusammen habe. Ja, haben wir mal schnell fast 3 Stacks Holz. 3 Bäume abgebaut. Gar kein Ding. Dann holen wir uns mal ganz kurz meinetwegen 2 Fletcher. Train mit dem. Um noch mehr Emeralds zu haben. Vielleicht bin ich schneller als der Server. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Ich bin schneller als der Server. Hihi. Okay, dann. Oh, aber Silk Touch resetten wird jetzt ein Krampf, ne? Ultra Krampf. Also entweder gibst du jetzt Instant Silk Touch oder wir haben halt ein Problem. Boah, bitte gib einfach schnell Silk Touch. Ansonsten ist das ganze Dorf hier bald hinüber.
Okay, ja, so wird's nichts. So wird's ganz sicher nichts. Maybe mit einem Boot. Oh, dass ich die Kollegen erstmal vorher ins Boot packe. Er wird es schon überleben. Stück für Stück gehen wir nämlich nach unten zusammen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Unten haben wir Bedrock, der nicht zerstört werden kann. Yo, Kollege, wir müssten einmal mit dir runterfahren. Und zwar müssen wir mit dir auf dem Bedrock. Ah, jetzt hab dich mal nicht so. Das wird schon. Genau, perfekt. Das wird so gut laufen. Pass mal auf, was wir jetzt machen. Wir können hier den Lagturn immer wieder hin neu platzieren. Und dann können wir das Ganze... Ich will das nämlich unbedingt wissen. Obvious, Leute. Wir könnten auch Dias auf eine andere, einfache Art und Weise bekommen. Aber ich will wissen, wie geil es ist, einfach Dias aus jedem Chunk, der sich über dir befindet, ranzubekommen. Und Silk Touch könnte sehr praktisch sein. Für auch unter anderem Ancient Debris. Wenn wir ein Ancient Debris... Ja gut, Ancient Debris kriegst du auch ohne... Ja, ich will es einfach haben. Lass mich in Ruhe. Silk Touch, let's go. Danke dir, Meister. Sehr lieb. Das ging sehr schnell. Ja, dann noch viel Spaß. Was wir nämlich jetzt machen können, Leute. Wir gehen jetzt nochmal zurück, runter. Holen uns eine Dia-Spitzhacke. Dann machen wir ein Anvil. Und haben eine Silk-Touch-Spitzhacke. Und damit, meine Damen und Herren, machen wir den absolut intelligentesten Play, den man vielleicht in Minecraft machen kann. Wir werden mehr Diamanten haben, als man sich vorstellen kann. Wir haben jetzt nämlich ganz wichtig ein Diamantohr. Und dafür hat es sich gelohnt, 47 Minuten hinzuspielen. Denn wir sind rein theoretisch jetzt schon full Dia, weil, also, nun ja. Aber ich will mehr Dias haben. Und wir können rein theoretisch ganz entspannt die Arbeit so machen. Ich sag... Ich will, ganz ehrlich, mir die Finger nicht schmutzig machen und unter die Erde gehen und Dias fahren. Deswegen baue ich den hier einfach ab. Und, bekomme alle Dia-Erze aus dem Chunk, ohne mir die Finger schmutzig zu machen. War in dem Chunk tatsächlich kein einziges Dia-Erz? Es kann rein theoretisch sein, dass man im Chunk kein Dia-Erz hat. Das ist natürlich unlucky. Aber, ja. So einfach kann das Ganze gehen. Oh mein Gott, true. Hier wird es so viel Gold für uns geben. Oh mein. Okay, das ist insane. Ja, Full Dia sollte auf jeden Fall drin sein. Gar kein Problem. Aber da wir uns in einem Nether-Biom auch befinden, gar kein Problem. Jetzt massig. Okay, also Piglins. Wenn wir heute von den Piglins nicht schnell Enderperlen, dann verstehe ich eine Sache an diesem Spiel wirklich nicht. Dann ist bei uns wirklich etwas verflucht. Okay, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich, Minecraft durchzuspielen. Deswegen sollten wir uns langsam um dieses Ding da kümmern und das werden wir hinbekommen. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz nachdenken. Logischerweise, ich habe die Challenge mittlerweile auch schon verstanden. Aber ich darf keinen Block an einen anderen Block platzieren. Sonst würde er weggehen. Also ich könnte hier perfekt diesen Obsidian-Block an den Goldblock platzieren. Dann wäre der Goldblock weg. Aber nicht das Obsidian. Perfekt, okay, richtig gut. Wir können es aber noch nicht anzünden, weil hier noch ein einzelnes Crying Obsidian ist. Das bauen wir mal ab, dann ist alles an Crying Obsidian weg. Dann müssen wir nur noch ein einziges Obsidian finden und dann können wir in den Nether gehen. Aber erst einmal, machen wir uns Full Dia. Nach 53 Minuten ist das auch, ja, für Challenge-Werte ist das ordentlich. Dann machen wir uns noch eine Dia-Axt, machen uns das komplette Menü. Schaufel, Schwert und ja, auch die Hoe. Habe ich gerade Dias weggeworfen? Also, ich glaube, die brauche ich schon noch. Wir müssen als allererstes auf jeden Fall mit den Piglins auch uns Fire-Resi ranholen. Ich glaube, Fire-Resi, Leute, wird so wichtig für uns. Wenn wir keine Fire-Resi haben, glaube ich, könnte die Challenge sehr schnell für uns vorbei sein. Deswegen sollten wir uns auf jeden Fall dort schnell absichern. Wir machen uns jetzt nochmal einen Eimer und holen uns einen Lava-Eimer. Und dann haben wir unser Portal auch vollständig. Habe ich mich nicht vorhin beschwert, dass ich irgendwie nur Lava vorhin gesehen habe. Und jetzt ist hier nicht eine Lava. Das kannst du keinem erzählen. Ich brauche einmal Lava und finde keine. Hä? Ja, warte, wir werden ja wohl jetzt einfach mal schnell welche finden. Was? Oh, Lava. Junge, Lava gefühlt seltener als Dias. Okay, dann müssten wir uns noch um einen Bogen kümmern. Unser Fletcher, der sieht auf jeden Fall so aus, als wäre er sehr bereit, uns einen Bogen zu traden. Dankeschön. So, dann nochmal Gold. Das sollte ja wohl reichen. Und damit sind wir auch ready, um jetzt in den Nether zu gehen. Glücklicherweise haben wir hier so ein halb perfektes Portal. Ich kann jetzt einfach Lava platzieren. Und muss keine Blöcke abbauen, hinplatzieren. Ohne dass was kaputt geht. Ja. Aha, aha, aha. Ich verstehe. Das hier wird auch als Block erkannt. Und zwar Feuer. Feuer ist auch an sich ein Block. Und ja, man müsste das eben anders machen. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Und zwar, wir könnten, glaube ich, ja trotzdem ein Portal gießen.
Hilfe, ich schwimme einfach in Steinen. Okay, genau. Ich wollte das genau so machen, um, Achtung, das jetzt zu machen. Wir bauen das Obsidian ab. Haben genug für ein Portal. Okay, wir haben 50 Obsidian. Das sollte eigentlich reichen, auch wenn wir jetzt eine Menge Fehler machen. Ja, das sieht nach einem chilligen, ich fahr mal Dias und hol mir Lava und Obsidian doch. Sieht das aus? Leute, wir müssen in den Nether. Also, Portal. Portal versucht die zweite. Also, wir können es auch richtig krass abusen und einfach über zwei Chunks bauen. Warte, so. Ich glaube, das ist ein Way to go. Hopp, hopp, hopp. Was ist denn mit Bedrock als Untergrund für das Portal? Ja, könnte man auch machen. Aber ich will es ganz kurz mal probieren, ob es so geht, wie ich es jetzt gerade mache. Okay, wir haben schon 4 Blöcke. 4. Ah, wobei, ich habe eine Idee. Moment. Wir brauchen einfach eine Menge Blöcke. Passt auf, ich habe... Oh mein Gott, ich bin zu schlau. Sechs? Junge, das ist so richtig IQ-Test-mäßig. Ich glaube, dass ich gerade nicht so gut wegkomme. Aber egal. Wenn am Ende wir im Nether sind, dann haben wir es ja wohl geschafft. Das ist das Wichtigste. Ah, shit, here we go. Okay, wir haben es gleich. Baut man Portal, ohne dabei einen Block an Obsidian zu packen? Ihr denkt so, ey, was machst du denn gerade? Als ob es so schwer ist. Es ist schwer. Es ist ultra schwer gerade. Erst einmal, ne? Ich will mal ganz kurz festhalten. Wir haben es geschafft, dieses Portal zu platzieren. Ne? Aha, aha. Wir machen Lava hier hin. Ja, das wäre meine Idee. Mehr habe ich nicht. Also, das war's schon. Oh. Wir machen einfach das Feuer direkt an den Holzblock. Ich verstehe. Also, bitte, bitte. Let's go! Ganz genau so macht man das. Position Pot. Und jetzt sind wir im Nether. Und wir müssen aufpassen. Wenn wir einen einzigen Netherrack-Block abbauen, ohne dabei eine Fire-Resistance-Potion schon getradet zu haben, von einem lieben Piglin, haben wir einfach ein riesiges XXL-Problem. Und ich möchte kein riesiges XXL-Problem. Deswegen werden wir erstmal überhaupt keinen einzigen... Leute, ich werde erstmal die Blöcke hier aus meinem Inventar wegwerfen. Ich will keine Blöcke platzieren. Ich will keine Blöcke... Ich will gar nicht dazu genötigt werden, Blöcke platzieren zu müssen. Deswegen, wir suchen uns Piglins und traden direkt Gold. Denn jetzt beginnt der wirkliche Part der Challenge. Nether und End wird uns so krass auseinandernehmen. Wenn wir im End einmal einen Endstone abbauen, wenn wir im Nether einmal einen Netherrack abbauen, ja, dann haben wir ein Problem. Ein ganz großes Problem. Und jetzt gibt's erstmal eine dicke Ladung Gold für euch. Alter, wie viele? Hier, Jungs, traden. Warte. Junge, Sefan, seid ihr denn so krass? Jungs, ich sehe was, was ich haben will. Danke. Fire Resistance. 7 Enderperlen, auf geht's. 1.16.3, beste Version. 13. Warte, da liegen nochmal Enderperlen. Warte, was? Leute, ich schwöre, ich habe nicht gecheatet. Das ist normal, das kann sein. Das ist halt ein krankes Glück, ja. Das kann sein. Okay, Fire Resi läuft auch richtig gut. Vielleicht brauchen wir doch keinen Diamond Toe. Okay, wir haben genug. Also, wir haben legit, wir haben 6 Fire Resistance Tränke und 18 Enderperlen. Jungs, ihr seid die Besten, aber ich brauche mein Boot wieder. Ey, Jungs, ey, es war jetzt nicht so gemeint, ne? Mann, Jungs, man kann das doch alles klären. Ich wollte das doch nicht. Also, dann haben wir Fire Resistance. Und dann können wir ja einfach mal eine Fire Resistance schlucken. Und dann gucken wir uns mal einfach an, ob wir... Ich habe ein bisschen Angst davor. Ein bisschen. Können wir ja mal Netherrack abbauen. Oh, ich habe es schon gemacht, ohne dass ich es eigentlich wollte. Okay. Interesting. Hab eins gefunden. Oh mein Gott, Leute, das wird so angespannt, ne? Ich will da jetzt wirklich hoch, nur für Netherite. Mache ich das jetzt für den Content, mich jetzt hier hochzubauen? Warum? Da soll mir einer vorwerfen, dass ich mich hier nicht ins Zeug werfe. Also ich will mich jetzt aktuell Minecraft, ich will mich noch nicht hier in das Zeug werfen. Aber ich meine, es spricht wirklich so. Hehe. Oh mein Gott. 3 Stück. Alright, wir einigen uns einfach darauf. Netherrack müssen wir nicht unbedingt noch mehr abbauen, okay? Deswegen farmen wir auf so eine entspannte Art und Weise jetzt Ancient Debris, indem wir einfach immer wieder in 9 Chunks auf Nicht-Netherite Ancient Debris placen und das dann abbauen. Und dann haben wir einfach irgendwann einfach mal stackweise von Ancient Debris. Tja, wie soll man uns noch stoppen? Ja, moin, erstmal kein einziges im Chunk. Oh, das war eine Dreier.
der Nähe. Ich Vollidiot. Ich denke gerade null nach. Du musst halt jede Sekunde vollkommen nachdenken. Ach Mann, und dann ist das Boot dann noch so auf richtig Krampf im Gravelblock drin. Ich sag euch, wäre das eine freie Fläche gewesen, das Boot-MLG hätte gehittet. Ach Mann. Wer hat Bock auf einen zweiten Try? Ha.